WLAN im Zug, wieso funzt das eigentlich nie richtig? Willkommen zu Real Talk. Grundsätzlich erstmal, jeder Fahrgast möchte ein funktionierendes WLAN. Denn während der Bahnreise möchte man surfen oder E-Mails checken oder am Laptop arbeiten. Aber WLAN ist ein Shared-Medium. Das bedeutet, dass alle UserInnen sich das WLAN teilen müssen. Kleines Beispiel, stellt euch vor, mehrere hundert Leute sitzen bei euch zu Hause im Wohnzimmer und wollen einen Film streamen. Das wird sogar beim leistungsfähigsten Internetanbieter ziemlich schwierig. Und jetzt fährt euer Wohnzimmer noch mit 300 km/h durch eine Mittelgebirgslandschaft. Und was tun wir, um die Qualität zu verbessern? Jeder neue Zug erhält ab Werk die jeweils neueste WLAN-Technologie. Außerdem führen wir regelmäßig KundInnenbefragungen durch zum Thema Internet im Zug. Und wir stehen im engen Austausch mit den Mobilfunknetzanbietern, um die Optimierung der Streckenversorgung voranzubringen. Was könnt ihr tun? Bitte verhaltet euch fair bei der Nutzung des WLANs. Was bedeutet das? Betriebssystem-Updates. Bitte zu Hause durchführen. Und große Downloads sowie umfangreiche E-Mails vermeiden. Ladet Serien, die ihr während eurer Reise sehen wollt, schon davor runter. Oder nutzt das ICE-Portal, um Filme zu schauen. Denn die haben wir auf unserem Zug für euch dabei. Und zu guter Letzt, ausschalten, einschalten geht wieder. Manchmal hilft's. Warum aber das WLAN in manchen ICEs besser funktioniert, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.